Passiert nicht. Der kleine Löwe wurde dem Großen im 17. Jahrhundert von Johannes Hevelius zur Seite gestellt, beziehungsweise gelegt. Und das war's, oder wie? Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die ganze Welt scheint über VR-Headsets wie Oculus Rift, HTC Vive oder PlayStation VR zu sprechen. Und was landet bei mir im Postkasten? Universe to Go, eine Augmented Reality Brille der Firma Omegon. Und zwar handelt es sich hier um ein Planetarium für die Hosentasche. Ich soll mir das Ganze mal etwas genauer ansehen. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Deswegen packe ich das Ding mal aus. Hier ist die Brille. Okay, das Ganze sieht relativ einfach verarbeitet aus. Ihr hört es, alles Plastik. Das sieht nicht wirklich hochwertig aus, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Ich bin gespannt. Das Ganze funktioniert übrigens nicht selbstständig, das heißt, man braucht ein kompatibles Smartphone und die Universe to Go App, die bekommt ihr im App Store. Die habe ich mir schon heruntergeladen und die starte ich gleich mal. Wo ist sie denn? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. So sieht das aus. Hier gibt es einen Modus für die Astrobrille und einen ohne Astrobrille. Ich wähle den mal mit Astrobrille aus. Na, startest du? Ach ja, und jetzt muss ich das Smartphone in die Astrobrille legen. Dazu muss man den Deckel hier aufmachen. Oh, das Ganze bricht wahrscheinlich gleich. Nee. Ach ja, hier sind Schablonen, damit das Smartphone auch richtig sitzt. Okay, raus damit, raus damit, raus damit. Shit, nee, das Smartphone passt noch nicht rein. Ihr seht, das Ganze wird dann auf zwei Spiegel, auf zwei Spiegel projiziert und dann kann man den Sternenhimmel quasi überall erforschen. So, das Ganze mal ins Smartphone. Okay, und so. Ach ja, das Ganze funktioniert über die GPS-Funktion eures Smartphones und über den Bewegungssensor. Vielleicht seht ihr es hier. Hier kann man den Sternenhimmel quasi erkunden. Und jetzt visieren wir mal ein Sternbild an und gucken, was passiert. Ich nehme mal den kleinen Löwen. Passiert nicht. Der kleine Löwe wurde dem Großen im 17. Jahrhundert von Johannes Hevelius zur Seite gestellt, beziehungsweise gelegt. Und das war's, oder wie? Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Was haben wir denn noch hier? Den Jupiter, sagt er über den Planeten auch was? Nö. Oh, doch. Jupiter ist der fünfte... Nee. Ach, ich habe das Ganze abgebrochen durch meine Bewegung. Jetzt bleibe ich mal drauf. Hallo, starte. Ach, den kann man anscheinend mit bloßem Auge sehen. Hier werden Informationen eingeblendet. Das zeige ich euch gleich ohne Smartphone. Jupiter ist der fünfte und größte Planet in unserem Sonnensystem. Der Gasriese umrundet die Sonne in 12 Jahren und dreht sich in weniger als 10 Stunden um seine Achse. Jupiter hat 67 Monde, von denen die 4 Monde Io, Europa, Ganymed und Callisto berühmt sind, weil sie von Galileo Galilei entdeckt wurden und entsprechend als die galileischen Monde bezeichnet werden. Jupiter gilt als Schützenhelfer des Lebens auf der Erde. Eine Ewigkeit später. Und so der Erde manche unliebsame Kollision erspart hat. Boah, die Stimme ist so beruhigend, ich penne gleich weg, ey. Aber cool. Und wie gesagt, das Ganze funktioniert via Augmented Reality. Das heißt, wenn ich es im Haus am helllichten Tag ausprobieren möchte, dann lasse ich den Deckel einfach auf der Brille. Und wenn ich nachts draußen bin, dann nehme ich den Deckel ab. Und dann wird die Sternenkarte über den realen Nachthimmel gelegt. Coole Sache, oder? Das sieht man jetzt hier nicht. Aber wenn ich die Hand hier hinhalte, ja genau, dann sieht man es. Ja, auf jeden Fall eine echt coole Idee. Ich werde das Ganze definitiv demnächst mal nachts draußen ausprobieren. Ich zeige euch die App mal ohne Brille. Starte ich mal den Modus ohne Astrobrille hier. So sieht das aus. Genau, hier kann man einen Punkt anvisieren
und dann erzählt einem der Sprecher Informationen über den jeweiligen Punkt. Ich wähle jetzt mal den chemischen Ofen aus. Das Sternbild chemischer Ofen wurde, du ahnst es schon, von Louis de Lacaille eingeführt. Nee, das habe ich nicht geahnt. Es wurde zu Ehren der damals immer erfolgreicher werdenden... Oh, was ist jetzt los? Hallo. Oh, wo war jetzt der chemische Ofen? Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Der muss doch hier irgendwo sein. Ich finde den chemischen Ofen nicht mehr. Naja, egal. Ich nehme mal Grabstichel. Geh schon. Die Grabstichel ist noch so ein unbedeutendes Lakaimachwerk. Aha. Wer sie findet, hat wirklich ein gutes Auge. Und wer sich dann auch noch eine Grabstichel vorstellen kann, hat viel Fantasie. Ich habe keine Ahnung, was eine Grabstichel ist. Ah ja, okay. Also nicht alle Informationen sind sehr aussagekräftig, aber das Ding funktioniert, macht auf jeden Fall Spaß. Die Brille kostet übrigens 99 Euro. Ich würde sagen, wer sich tatsächlich für Sterne interessiert, der sollte sich zuerst die App downloaden. Und wer mehr will, der kann sich ja die Brille noch zusätzlich kaufen. Ich finde das Ding auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn!